So, und wieder einmal herzlich willkommen zurück zu FDB Infinity, der Serverplay Series. Ich bin der Gastgeber VexMax und es ist ein klein wenig etwas passiert. Ja, wie man sieht, habe ich ein bisschen Rubber stehen. Ich habe den Harvester mal laufen lassen und wie man sieht, hat er hier so ein nettes kleines Gebiet platt gemacht. Ich meine, ist nicht schlimm oder so. Es sieht halt bloß ein klein wenig merkwürdig aus. Aber das kriegen wir auch noch irgendwie gebongt. Als nächstes wollte ich eigentlich zuerst noch das Upgrade für das Ding machen, aber habe mir gedacht, nee, wir machen was anderes, was Schöneres. Und zwar, da ich hier ja jetzt ein zweites Engine habe und den Ofen allgemein ziemlich blöd da stehen habe, HP, habe ich mir gedacht, gut, mach's das ganz einfach und pflanze das ganze Ding einfach mal wo war das jetzt hinten und da. Ja, dazu eben noch netter Trichter plus Kiste, damit wir auch den Holzvorrat da drin aufstocken können. Zu allen Zeiten. Wo ist der Trichter? Oh, ich hasse Holz. Da ist er. Einmal Trichter. Und, naja, okay, jetzt müssen wir einmal hoffen, dass wir die Kiste mitkriegen. Danke sehr. Kiste. Kiste. Holz. Holz in Kiste. So. Das wäre es zumindest schon mal damit. Prima. So. Soweit, so gut. Ja. Währenddessen, der ist nämlich Kohle macht. Ich brauche noch ein Kabel. Ja, ich weiß, nicht das Beste, aber immerhin funktioniert es. Während der jetzt Kohle macht, muss ich mal gucken, dass ich, wie gesagt, die Upgrades für da hinten hier fertiggestellt bekomme. Inklusive, ja, vergessen, was ich sagen wollte. Ich muss aus dem Creative Mode raus. Oder vielmehr aus dem Cheat Mode raus. Ich hasse es. Manchmal, wie gesagt, bist du dann als Admin unterwegs und hast dann das nette kleine Problem, dass du einfach mal vergisst, das Ding auszumachen. Ja, genau, das ist es. So, jetzt Raw Plastik und davon braucht man ein bisschen was. Hehehe. Oh, scheiße, ich hab die Dingens kaputt. Eigentlich könnten wir uns eine Axt gießen. Wie wär's damit? So, machen, ne? Wenn ich jetzt noch ein Axt-Pattern hätte, wäre das ja toll. Habe ich aber nicht mehr. Prima. Ja, okay, was braucht man für die Axt nochmal? Ich hoffe, das ist derselbe wie hier. Ja, okay, ist dasselbe. Das heißt, wir brauchen eine Stiel, AdX, die Platte haben wir und, nein, falsch, Stiel haben wir, das weg, die Platte haben wir. Das heißt, wir brauchen bloß zwei Dinger. Das eine Mal ist das X, und das andere ist der Axtkopf. So, hatten wir den nicht schon? Ups. Ja, Mist. Egal, was soll's. So, weg. Das hier hin. Danke sehr. Das hier hin. Danke sehr. So. Damit hätten wir unsere beiden Formen hier. Wir könnten in der Zwischenzeit eigentlich schon mal etwas Eisen einspeisen. Wie viel brauchen wir denn? 3 plus 3 sind 6. Plus 2 mal 8, also plus 16 sind 24? Keine Ahnung. Quatsch, was mache ich hier? Ah, weg. Danke sehr. Wir schmeißen auch direkt am besten ganzes Eisen rein. Wo haben wir es denn? Eisen. Da haben wir es. So. Zack. Läuft. Wie gesagt, um dann eben Zeug zu machen. Aber zuallererst müssen wir noch das Molten Aluminium Brass haben, damit wir eben die Formen gießen können. Was hat er geschrieben? Oh, und wie gefällt eigentlich den Leuten das Wetter? Momentan haben wir hier tiefsten Winter, so Mitte Dezember. Oder vielmehr mehr Schnee als wie letztes Jahr. Ich weiß, ist ziemlich interessant. Ehrlich gesagt haben wir keine Ahnung, wieso es auf einmal so am Arsch am Schneien ist. Oder wie ein Arsch. Obwohl ein Arsch schneit nicht, aber im übertragenen Sinne man weiß, was ich meine. Hoffe ich mal. Aber es ist wirklich sehr, sehr interessant. Also, wir haben nicht damit gerechnet, dass es so anfängt zu schneien. Echt nicht. Ich meine, sie hatten zwar gesagt, dass es schneit, aber naja. A little bit deftig. Ja, gib mal das Ding her. So. Und einmal Baum fällen. Einmal und zweimal.
So, dafür brauchen wir nämlich den Rubber und dadurch kriegen wir heute Rubber Trees und mit den Rubber Trees können wir wieder Zeug anpflanzen. Und da wir jetzt sogar so viel schönen Freiraum hier haben, können wir das Rubber Tree Zeug auch hier gut anpflanzen, weil wir jetzt Platz haben. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, da. So. Ja, eigentlich könnten wir uns hier sogar eine nette Hütte hinbauen, so ein bisschen platt machen und dann so eine Hütte hochziehen, wie wir letztes Mal hatten. Das Einzige, was ich brauche, ist eine Menge Marmor dafür und die habe ich noch nicht. Deswegen müssten wir eventuell gucken, dass wir noch an Marmor kommen. Könnte wiederum etwas schwerer werden diesmal, weil wegen keine Quarry etc. Hatten wir den? Ne, wir hatten jetzt das X. Dann kommt jetzt die Platte. Als nächstes kommt dann das Ding hier. Hallo, machst du mal? Danke sehr. So, nein, das weg. Da kommt nur der Stiel. Mach genau. Dass das immer so lange braucht, das ist einfach zu kotzen. Naja, was willst du machen? Danke sehr. Und dann nur noch das Ding und dann hätten wir's. Komm, 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 put, put, danke sehr. X, Axt, das, das, das und P-Latte. So, jetzt haben wir eine ordentliche Axt. So, mit der Axt können wir jetzt. Wow, was? Wollte gerade sagen, was ist denn hier kaputt? Können wir jetzt erstmal anfangen. Puff, tatsächlich, wenn ich so eine Liane anhaue, verschwindet direkt das Holz mit. Das ist cool. Naja, zum Teil. So, dann können wir das ja auch wegmachen. Und jetzt können wir hier erstmal ordentlich Holz verschwinden lassen. Weil, naja, ne? Das Holz leider Gottes ein bisschen überflüssig jetzt geworden ist. Aufgrund von Gründen, wie man hier sieht. So, puff. Hallo? Ah, da ist es. Da, Gott. So viele kaputte Bäume. Das alles nur wegen einem Harvester. Naja, das ist die Gefahr bei sowas. Wenn er dann loslegt, dann richtig. Da macht auch wirklich alles im Arsch. Naja, wir wollten ja eigentlich Upgrades machen. Aus denen sieht man ja, wie viel gerade raus wird. Oh, das sind alles irgendwie nur Einer-Stümpfe. Interessant. Na gut. Eigentlich kriege ich die auch so kaputt. Normalerweise sollten die nicht größer sein als 2 bis 3. Und von daher kann man die eigentlich so kaputt machen. Ja, okay, das hier ist ein bisschen größer. Ein bisschen sehr viel größer. Naja, aber egal. Schaffen wir trotzdem. Können wir alles schön kaputt machen. Alles gut. Alles wunderbar. Ich bin gerade bloß am Denken, am Überlegen, was für ein Haus sollen wir uns machen? Ich meine, es gibt viele Möglichkeiten für Häuser, die wir uns machen können, aber welches? Oh, und es gibt irgend so einen Magnetring, aber ich weiß, so ein Magnet-Item, aber. Oh, da ist es schon. Mysterious Magnet, das ist es. Das ist Magic Bees. Interessant. Wie baue ich sowas? Ah, okay. Also. Wie baue ich denn so ein? Oh. Oh. Interessant. Da sind nur zwei Kompa. Ach du Schande. Das Ding ist deftiger als erwartet. Aber es ist natürlich gut am Funktionieren. Hab das denn letztes Mal gesehen gehabt. Ziemlich interessant, ehrlich gesagt. Ist zumindest eine andere Methode, anstatt den Ringli zu haben, ne? Oh. Stimmt, der hat ja gar keine Connection mehr. Total vergessen. Tada. So, aber was wir jetzt eben noch machen konnten, war eventuell, wie gesagt, das Update machen. Das heißt, wir müssten mal ganz kurz irgendwie einen Ofen machen. Nochmal. Moment, ich habe hier doch Öfen. Zumindest mehr oder weniger. Nein. Oh, verfluchte. Blödes Ding. Sollst doch kein Gummi verbrennen. Es gibt Scheiße für Luft. Ernsthaft. Naja, was wollen wir machen? So, weg, 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 auch weg. So, was brauchen wir jetzt nochmal für den Furnace? Redstone Furnace.
Was war das nochmal? Bricks. Oh Gott, ich habe keine Bricks mehr. Die elende Suche nach Clay. Oh Mann, hey. Alle Leute lieben es. Ach, Verfluchte. Okay, wir müssten mal kurz wieder Clay suchen. Also, Fluss ist da hinten. Wobei ich nicht glaube, dass der Fluss irgendwie ansatzweise Clay hat oder so, oder? Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher. Wir könnten dafür natürlich auch woanders hingehen. Slash spawn. Ich habe keine Schaufel mit. Autsch. Schaufel. Schaufel? Schaufel. Schaufel? Keine Schaufel. Okay. Das ist doof. Müssen wir uns Schaufel machen. Holz. Holz. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins. Und. Hey. Schaufel. So, dann mal. Kein Schwert. Schaufel. So, eins, zwei. Ah, ich glaube, drei reichen. Fürs Erste. Jetzt spawnen. Farmwelt war die dir hinten, ne? Farmwelt. Jui. Flups. Jetzt müssen wir hier irgendwo Clay finden. Das ist Stein. Clay, 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 Clay. Tja. Irgendwann finden wir ihn. Die Frage ist bloß, wann? Genau. Falls es überhaupt Clay hier oben an der Oberfläche gibt. Momentan sieht es nicht danach aus. Wir könnten da mal suchen. Anstatt nach da zu laufen, nach da. Mal die Inscriber verbessern. Ja, dann müssen wir von schneller machen. Der muss ja mal fragen und so. Clay? Nein, auch nicht. Ja, unten setzen. Okay. Clay! Ja, ich nicht. Ne, ich hatte ein Bett. Ich wollte gerade nur irgendwas sagen, ich hab's vergessen. Oh, shit. Ja, okay, nee, ist weg. Kann man vergessen. Habt ihr eigentlich auch solche Momente, wo man einfach weiß, was man hat, weiß, was man wollte, und dann im nächsten Moment, puff, alles weg. Ah, dass er mehr Prozessoren gleichzeitig macht. Naja, das ist eigentlich relativ einfach. Wir wissen es ja, ne? Naja, einfach im Sinne von, man kann es auch kompakt bauen, wenn man die Materialien dafür hat. Naja, okay. Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sie nicht hätte, aber man weiß, was ich meine. So. Mehr Clay. Clay, Clay, Clay. Clay ist gut. Clay ist sehr, sehr gut. Auf, nach oben. Haben wir da oben noch irgendwo Clay? Ich glaube, da hinten, ne? Ja. Auf, komm. Lauf, du Sau, du. Naja, okay. So. So, 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 so. Danke sehr. So. Zack. Nur die Maschinen will ich nicht nach unten setzen, dazu habe ich keinen Bock. Nee, falscher Knopf. T, nein, weg. Enter, J. Ah, so viele Shortcuts. Nein. Ich muss dann Teleport. Ew. Das war vielleicht nicht unbedingt das beste Spawn. Ah, beten? Leck. Ah, meine Schuld. So. Und jetzt müssen wir wieder nach Hause. Das heißt, home. Dann brauchen wir ein. Oh, hier ist Glas drin. Cool. Glas ist toll. Brauchen wir etwas davon, um es nach da zu tun. Dann müssen wir mal kurz das hier wieder reintun. Zusammen mit etwas mehr von dem Rubber hier. Damit wir das Upgrade-Zeug kriegen. Dann fehlt uns nur noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel eine komplette Verkabelung von den beiden hier Dingern hier. Naja, das wird irgendwie noch ganz, ganz schön.
Naja, sag ich jetzt auch mal so. Nein, das hat keiner gehört, hoffentlich. Als nächstes. Musste ich jetzt was genau machen? Keine Ahnung. Das ist immer toll, keine Ahnung zu haben, glaubst du das? Weißt du, Amarat-Säpplinge? Interessant. Nein, nicht noch da. So. Wir machen einfach mal den hier. Und gucken, was passiert. Oh, so. Nein, wäre weg. So. Amarat. Kein Plan, was ein Amarat ist. Und davon eine ganze Menge. Also, eine ganze Menge, kein Plan, meine ich damit. Warte, war das alles? Was sieht hiermit aus? Fast. Upgrade. So, wie viel brauchen wir? Ja, okay. Das und das. 1, 2, 1, 2. Dann brauchen wir jetzt das hier. Nein, das hier kommt mit. Weg erstmal. So, dann brauchen wir Maus. Da, ah, so. Dann brauchen wir ein Stück Goldcoin oder einfach nur Goldnuggets. Warte, was wollte ich jetzt nochmal? Ah ja, und die 6 Diamanten. Komm, die kriege ich jetzt noch fertig, das Ding jetzt hier. 1, 2, danke sehr. So, in diesem Sinne, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen, auch wenn sie einigermaßen verwirrend war. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Comments sind immer gerne gesehen und... Oh, cool. Und, tja, nächstes Mal gucken wir dann, dass wir uns noch den Öfen, das Öfchen bauen, eventuell ein bisschen weiterkommen, was die Energiequelle angeht. Und dann sollten wir auch schon mit dem Hausbau beginnen, denn sonst wird das hier echt doof aussehen. In diesem Sinne, ich sag nur oft in diesem Sinne, ne? Naja, wie dem auch sei, euch bis dato noch ein schönes Spiel und bis zum nächsten Mal bei Welt Industries. Bye, bye!